Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gameplay von WoW, dem GTA Real Life Server mit ein bisschen witzigen Sachen. Also ich habe jetzt nochmals begonnen mit einer Tour, einer Level 3 Bus-Tour, und jetzt muss ich hier hoch. Stellt euch das mal vor, kein einziger Bus fährt hier entlang. Ja, übrigens, ich habe einen Twitter-Account. Dort werden die Videos immer gepostet, also ihr seht immer sofort, oh Gott, oh, ihr seht immer sofort, wenn ein Video hochgeladen wurde. Also am besten auch bei Twitter mal folgen, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich werde jetzt öfters eben auch in diesen Gameplay Parts Rollenspiel machen. Also das heißt, wenn ich ein bisschen anders rede, so ein bisschen, ja, ein bisschen lustiger, gechillter und so, dann, bin ich sozusagen der Shadow, der XX Shadow. Später wird er anders heißen, aber da muss ich noch ein paar Wochen Credits sammeln, bis ich den Namen ändern kann. Und ich werde nicht Drago Basel heißen übrigens. Die Leute auf dem Server müssen nicht wissen, dass ich Videos mache. Und ich werde wahrscheinlich schon Polizist werden. Ich habe ja im letzten Part ein bisschen gehadert. Was will ich eigentlich machen? Weil ich möchte ja auch nicht die Straftaten von anderen Spielern immer zeigen müssen. Es ist ja eher, ja, das Recht von ihnen auch Straftaten zu machen. Aber sie sollten sie nicht tun. Und deshalb weiß ich auch noch nicht, was ich werde. Aber der Name hat schon was mit Polizei zu tun. Das heißt da nicht irgendwie Officer oder so, ne. Es ist einfach ein lustiger Name über die Polizei. Und das wird wahrscheinlich, ja, entweder so sein, oder ich mache einen anderen Beruf, aber Sanitäter, die haben nie, sind nie am Spielen, haben noch nicht zurückgesendet, nix. Wahrscheinlich kann man gar nicht mehr Sanitäter werden in diesem Spiel, auf diesem Server. Ist ja mega crazy. Und, ja. Außerdem, ja, wahrscheinlich wird der Ghost Funder nicht mehr spielen. Er sagt, oh, das ist ein Crap-Spiel, aber gut. Jedem das seine, ich bin jetzt überhaupt nicht irgendwie böse. Das Spiel ist eigentlich, also der Server vor allem ist eigentlich gute Qualität, nur ja, manche Spiele sind halt nicht in Ordnung, manche Features sind nicht so in Ordnung und so. Hier könnte man rechts runter, aber der Boss überschlägt sich, gibt immer wieder auf die Seite, das ist einfach zu riskant, deshalb lieber außen herum, ein bisschen Zeit brauchen, ist ja nicht viel. Ah, das ist ganz kurz. Also lieber nicht abkürzen. Da steht irgendwie eine 25 oder so etwas. Seht ihr das, das rote dort? Ah, es ist nur einfach ein anderer Stein. Ja, dieser Wüsten, dieser rote Wüstenstein. Aber sah für mich wie ein 25 aus. Ja, da drüben mussten wir auch noch hin und es war auch schwer. Also die Tour hat's in sich. Also die Route ist eigentlich ziemlich cool. Gar nicht langweilig. Außer man muss einmal nach Paleto Bay und dann wieder links herunter und dann ja auf einen Kiesweg, der mega den Bus langsam macht. Aber okay. Nicht so viel Rasen, da müsst ihr ja nicht ausweichen. Eine schlechte Wendekurve. Ah, die Leute. Ah, einfach die coolste Community. Diese Unfälle, die sie immer bauen. Da beim Casino war einer auf der Autobahn, ein Bus einfach mal so quer, machte nichts mehr. Wackelte nur noch so. Ja, Captain Fahrer war noch drin, aber der konnte nichts mehr machen, weil wenn der Bus auf der Seite ist, man kann ihn nicht mehr kippen. Also wenn der erstmal so richtig irgendwo verkeilt ist, auf einem Felsen oder so, man kann ihn nicht mehr kippen. Also nur noch ganz schwer, ganz knapp. Aber ja, am besten einfach ganz normal gechillt fahren. Ihr nehmt mehr ein, als wenn ihr irgendwelche Abkürzungen macht oder Unfälle baut oder sonst irgendwas. Ja. Außerdem habe ich recht viel Fischnetze wieder gefarmt, also geangelt. Ich tue die gar nicht kaufen. Man findet so viel während dem Fischen. Ich habe jetzt wirklich nur eine halbe Stunde gefischt und drei Boxen gefunden, drei Holzkisten. Ja, sechs Fischnetze.
Oder waren es vier und zwei hatten wir schon, oder drei hatten wir schon? Treffen drei, sagen wir mal. Oh, ich muss jetzt hier irgendwo rein. Zu spät. Ja, ich muss jetzt hier rum. Ich wollte eigentlich wieder zurück, aber. Und genau, ganz viele Fische. Vor allem eben, weil sie auch sehr schwer sind. Und die geben, glaube ich, mehrere Fische aufs Konto. Irgend so etwas. Aber ich habe einfach mal in kürzester Zeit irgendwie 5000 Geld verdient. 5000. Und das in kürzester Zeit. Wirklich ganz kurz. Und beim Boss habe ich noch 2000 oder 3000 bekommen. Es ist schon geil. Aber Busfahren ist jetzt nicht so ertragreich. Vor allem macht es nicht so viel Spaß. Ich finde irgendwie Fischen macht mir richtig viel Spaß. Auch wenn es für die meisten Leute irgendwie langweilig ist. Aber wieso? Wieso habt ihr beim Fischen nicht so viel Spaß? Sagt mir mal das. Ist doch auch interessant. Man kann den Leuten zuschauen, kann ein bisschen chillen. Man muss gar nicht viel denken. Einfach nur Knöpfchen drücken. Das ist für mich eigentlich ziemlich gut, spaßig. Weil ich auch gewöhnt bin. Früher habe ich doch immer Harvest Moon gespielt, so im Jahr 2000. Habe ich immer Harvest Moon gespielt, da musste ich immer fischen. Spät, ja, 1998, also vor, 2 Jahre vorher, habe ich immer Zelda gespielt. Musste man auch immer wieder fischen für das Herz sein und so. Weil das ja nicht so gut geht in diesem Spiel. Dann 2003 mit Gothic, die Nacht des Ra, also Gothic 2, die Nacht des Ra, habe ich auch immer geangelt. Das war das erste in Gothic 3, wo man angeln konnte. Ich weiß es gar nicht. Ich bin mich gar nicht mehr so dran. Ich möchte unbedingt die Gothic-Serie mal let's playen. Aber ja, erst wenn ich ein bisschen mehr Zuschauer habe. Es lohnt sich nicht, so alte Spiele zu let's playen. Ich glaube, in Gothic 2 konnte man gar nicht angeln. Oder nur an einer Stelle. Irgendwie so etwas, weiß ich gar nicht. Aber wo war das noch? Ah ja, in die Gilde 1 habe ich immer geangelt. Der Anglerberuf gewählt, genau. Ja. Das war auch cool. Und ja, dann auf einem Game Boy Advance Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, habe ich geangelt. Oh, tschüss. Die Strecke geht noch lange. Ich dachte, die Strecke wäre vorbei. Wow. Ja, vor allem in Minecraft. Also Minecraft ist schon das extremste Anglerspiel. Weil da bekommt man immer den besten Loot über, wenn man erstmal eine verzauberte Angel hat. Mit Glück des Meeres. Oder Köder. Boah, ist das geil. Zauberbücher zum Beispiel. Ja, und jetzt momentan auch in Minecraft, auf dem Draro Modded Server, wo die Let's Play Parts kommen, angle ich auch zwischendurch noch ein bisschen und es ist wirklich extremst ertragreich. Und da kommen dann auch Fische über, die irgendwelche Materialien geben. Zum Beispiel die Tintenfische geben Tinte. Das finde ich einfach genial. Also Angeln ist wirklich eines meiner Lieblingsbeschäftigungen von den Berufen in Spielen. Warmer bin ich dafür nicht so gerne, also zum Beispiel hier bin ich nicht so gerne der Farmer. 5000, also die Strecke ist eigentlich jetzt fertig, oder? Weil ich einen Bonus von 500 bekommen habe. Und 469. Okay. Habe ich 5000 gesagt? Ja. 500 natürlich. Zweimal 500. Oh. Also fast 200. Zweimal 200. 500. Boah. Also Konzentration. Ja, ich werde ab dem nächsten Part eventuell dann beginnen mit dem Rollenspiel. Jetzt lohnt es sich nicht so, Busfahren ist jetzt nicht so zum Rollenspiel machen. Und, ja, dann bin ich eigentlich fertig mit Busfahren. Ich brauche es eigentlich nicht mehr. Also ich werde keine Videos mehr machen wahrscheinlich. Ihr kennt ja die Strecke schon ziemlich fast. Und,
nennt mir einfach immer wieder Vorteile, also ja, was ich so machen soll, damit ihr Vorteile habt, damit ihr es seht. Ja, der Drago schaut auf euch, ihr dürft wirklich spannende Videos haben. Es kann ja sein, dass ich manchmal auch nicht so merke, dass es langweilig ist. Und nennt mir einfach, was ihr langweilig findet oder was ich auch zeigen soll. Ihr seid die Zuschauer, nicht ich. Also ich schaue schon die Videos an, aber ich bin nicht die Zuschauer, nicht. Ich bin der, der das macht, oder? Und deshalb möchte ich eigentlich, dass ihr den Spaß habt. Genau. Ja, die Polizei war gerade hier durchgefahren. So, ein bisschen das schöne Fahren. Oh. Dieser Pfosten ist mitten auf der Straße, so schräg ist er. Aua. Was? So viel Schaden schon bekommen? Ich glaube, ich habe ihn nur 98 gehabt oder 96. Und jetzt habe ich 90, nur weil ich in den Pfosten reingerast bin. Bäh. Ist richtig chillig. Also so Aufnahmen machen mir sogar richtig gut. Bin eh sowieso momentan echt am glücklich sein in den Let's Play Parts allgemein. Echt glücklicher Mensch. Ja, genau. Ey, Helikopter kommen immer öfters runter. Da fliegt irgendjemand, der immer aus dem Spiel fliegt. Ja, die aus dem Spiel fliegen, fliegen immer Helikopter. Es tun recht viele aus dem Spiel fliegen. Eventuell haben sie nicht so guten Hoster, also Internetanbieter. Oder haben einfach irgendwelche Probleme, weil sie zu wenig Latenz haben. Oder asynchron. Aber ich sehe immer wieder ganz viele Helikopter runter fliegen. Also jetzt sind wir wieder am Start. Das ist wieder die erste Strecke. Oder? Also wenn es jetzt zu Matratus Farm geht, sind wir wieder am Start. Ja, das ist ja eigentlich schon beim Flughafen gewesen. Gut, 10.000 heute verdient. Ziemlich cool. Und jetzt? Ja, Matratus Farm. Also das ist jetzt wieder die Ding. Jetzt haben wir 10.000 auf dem Ding, Bargeld und 5.000 auf dem Konto. Und ich habe ja noch ein bisschen getuned. Ich habe den Lieferwagen getuned. Hier ist er. Jo. Dann könnten wir eigentlich hier hingehen, wo das Ding ist. Jetski. Und könnten einfach mal ein paar Ding machen. Fischen. Anfischen. Fischen, Netze fischen. Polizei ist wieder schwer am mich plagen. Also von der Polizei habe ich immer am meisten Dinge, wenn ich die nicht sehe, oder? Also die Polizei sieht man eigentlich nie. Die fahren echt extremst unübersichtlich. Also. Dann habe ich immer das Gefühl, ich rasen die rein und werde dann angezeigt. Also bekommt dann Strafzettel oder sonst irgendwas. Das ist echt. Die Polizei macht am meisten Angst. Die Gang, beste Kumpels und so Sachen. Die machen nie Stress. Aber die Polizei macht immer Stress. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dasselbe ist eigentlich nur noch Polizei. Man muss auf nichts mehr schauen, nur noch auf die Polizei. Genau, wie sie auch fahren. So geil. Niemand haltet sich an die Straßenverkehrsordnung. Sie fahren wild herum. Also ist einfach geil. Das macht mir auch irgendwie so viel Spaß. Aber was mir nicht so viel Spaß macht, ist eben diese Präsenz von den Polizisten. Es sind einfach immer zu viele Polizisten. Das muss ja auch sein, aber die können einfach nichts machen. Den Leuten ist es egal, ob sie erwischt werden oder nicht. Die Strafen sind zu klein. Die Dinge sind zu klein. Geldverlust oder so und so weiter. Jetzt muss ich schauen, ist das mein Jetski oder der in der Mitte?
Es ist meiner in der Mitte geparkt. Ja. Es ist in der Mitte geparkt. Da habe ich hier Ding, also da habe ich noch nie umgeparkt. Okay, ich weiß, wo ich ihn hin tue. Ich mache ihn beim Ding hin, beim Shop. Genau. Also jetzt haben wir 14:01 Uhr. Das heißt also, ich werde hier bis zum Shop mal anbringen, die Fischernetze, und werde sie morgen 14 Uhr holen. Bis später. Und genau, jetzt werden wir wieder einen Waypoint machen, dann werden wir die direkt sehen. Morgen werden wir vielleicht schon eine Perle haben. Das ist irgendwie auch sehr häufig, die Perle. Die gibt 1000. Das ist ganz zum ersten 1000. Wow! Zwei Wellen. Und in die andere Welle rein. Wow! Ich habe von jedem scheiß Feature irgendwie Spaß, Mann. Okay, hier kann es nicht direkt. Man muss immer ins. So, Fischermaps anbringen. Und dann währenddessen direkt mal zum nächsten gehen. Wenn ich könnte, aber das macht dann. So. Gut. So, erfolgreich ausgeworfen, sehr schön. Da könnte man eigentlich zwischen den Wellen durch, das geht schneller. Ja, sind doch ein bisschen zu schnell die Wellen. Ach so, dass man nicht hüpft. Hüpfen ist ein bisschen. Das nervt auch mit dem Zeit. Ja, aber der Wellengang ist, geht ja schon ein bisschen häufig. Der müsste nicht so schwer sein. Ja. Also ich habe gestern Abend ja noch gespielt, so um 25 Uhr, 30 Uhr. Ja. 20.30 Uhr bis 22 Uhr. Und ja, die Leute sind nicht so gesprächig. Viele machen eigentlich nicht viel. Ah, die kann man einnehmen, ja. Nein. Nein, eben nicht. Hallo. Rauf wieder. Gehen Sie rauf. X wollte ich drücken, nicht F. Hallo. Ach komm, ey. Kann man hier nicht einsteigen? Hey, hallo! Wenn ich doch F drücke, musst du nicht tauchen. Für was tauchst du mit F? Oh Gott. Nervdase. Ja, Ghetto viel. Und Speedo viel. Pata. Petto viel. Ja. Dankeschön. Liebes WoW, wieso lässt du uns in Ding nicht mehr aufsteigen? Gott, der Server ist natürlich. Also mache ich heute ein bisschen weniger Video. Und werde das einfach dann irgendwann mal machen, wenn ich nicht mehr. Also wenn ich mehr Zeit habe. Nicht mehr aufnehmen. Bis dann. Tschüss.